Guten Tag, 5. Kompanie! Guten Tag, Oberleutnant! Augen geradeaus! Rührt euch! Jeder 10. Soldat bei der Bundeswehr ist eine Frau. Und manche von ihnen haben Kinder. Wie schaffen sie es, Job und Familie unter einen Hut zu bringen? Oberfeldwebel Sandra S. ist seit 10 Jahren in der Armee. Die 29-Jährige bereitet sich auf ihren Einsatz in Afghanistan vor. Zum 2. Mal wird sie ins Ausland abkommandiert. Doch diesmal ist es anders. Jetzt ist sie Mutter. Was haben Sie Ihrer kleinen Tochter gesagt, wo Sie jetzt hinfahren? Mamas Arbeiten. Das ist momentan alles nur Mamas Arbeiten, auch tagtäglich. Papa ist ja auch immer in der Arbeit und Mama ist jetzt länger arbeiten. Sie wusste am Sonntag, sie muss noch 5-mal schlafen. Und dann kommt Mama wieder und ist wieder da. Was tun, wenn sie in Afghanistan in einen Hinterhalt geraten? Im hessischen Germersheim soll die Truppe den Ernstfall üben. 1 Woche dauert der Lehrgang. Was hier geübt wird und wie ein Spiel aussieht, könnte schon bald Realität werden. Sandra gehört zu den Letzten, die ins Kriegsgebiet abkommandiert werden. Dann soll die kämpfende Truppe von Ausbildern abgelöst werden. Ihren vollständigen Namen sollen wir aus Sicherheitsgründen nicht nennen. Sie will Berufssoldatin werden. Für 12 Jahre hat sie sich verpflichtet. Erst danach fällt die Entscheidung, ob sie übernommen wird. Ohne die Bereitschaft zum Auslandseinsatz hat sie schlechte Karten. Ich durfte mir schon einiges anhören, doch. Mir wurde auch gesagt, meine Güte, wie kannst du das tun? Du hast doch Kinder zu Hause und ich würde das nie machen und das kann ich nicht verstehen. Ja, aber ich bin natürlich auch immer noch Soldat und ich mache meinen Beruf einfach gerne. Es gehört einfach dazu und man weiß das aber auch von vornherein, wenn man unterschreibt für die Bundeswehr, es kann sein, dass man geht. Das Training für Afghanistan hat sie abgeschlossen. Es geht nach Hause ins ostfriesische Wittmund. Sie freut sich auf ihren Mann, die gemeinsame Tochter Nele und ihren Stiefsohn Hauke. Hallo. Na, alles gut? War der Tag schön? Ja. Auch Ehemann Kai ist Soldat und war schon 6-mal in Afghanistan. Freiwillig. Nie hat Sandra versucht, ihn zurückzuhalten. Beide wissen, solche Einsätze gehören zum Beruf dazu. Sie vertraut mir auch unsere Tochter an. Was soll ich mal hinkriegen? Ich kann die Waschmaschine bedienen, ich kann kochen, ich kann unsere Kleine wickeln, zum Kindergarten fahren und das kriege ich auf die Kette. Also wenn es schmecken soll, dann bin ich hier am Kochen. Ne? Ach so. Dann ist ja das merke ich mir. Ja. Ab sofort, das merke ich mir. Ich habe es ja auch mehrfach verlangt von ihr. Und sie stand dann halt eben hier zu Hause und hat dann die Heimatfront geführt. In 2 Monaten muss sich der Vater allein um die Kinder kümmern, wenn Sandra ins afghanische Mazar-i-Sharif abkommandiert wird. So langsam sind die Spielstunden gezählt und man versucht, die Zeit, die man jetzt mit den Kindern noch hat, intensiver zu genießen und zu verinnerlichen. Und dann nimmst du das alles geballt mit. Bisher war sie nur länger unterwegs, wenn sie Lehrgänge besuchte. Immer wenn ich weg bin. Ja. Dass ich immer denke, oh, wie klappt das jetzt? Natürlich klappt das wunderbar, ne, aber man ist schon in Gedanken dabei doch. Ja. Guckt auf die Uhr, jetzt geht sie ins Bett, jetzt steht sie auf, jetzt macht sie Mittagsschlaf. Und da ist man dann doch in Gedanken. Und ich glaube dann auch abends allein dann in meinem Container im Bett werde ich da schon sehr intensiv dran denken. Schichtbeginn bei Tina Behnke im niedersächsischen Munster. Oberleutnant und Unteroffizier Ausbildungszug, wie befohlen, angetreten. Guten Morgen, Ausbildungszug. Morgen, Frau Oberleutnant. Augen geradeaus. Rührt euch. Wir werden in der Schwimmhalle ein Zeltbahnpaket packen und damit das Gewässer überqueren. Fragen? Keine. Wegtreten. Tina Behnke ist Oberleutnant und Zugführerin. Sie bildet 30 junge Männer in einem Vorbereitungslehrgang für Einzelkämpfer aus. Die nächsten 3 Monate wird sie gemeinsam mit ihnen verbringen. Feldwebel Preis, um 8:10 steht der Zug in Schwimmanzug in der Schwimmhalle. Auf geht's. Also jetzt jeder ins Wasser, 4 Bahnen einschwimmen, danach wieder sammeln hier. Auf geht's. Sie muss von Anfang an zeigen, wer das Heft in der Hand hat, meint Tina. Anders ginge es nicht. Man wird am Anfang so ein bisschen schräg angeschaut. Da wird natürlich erstmal abgetestet,
wie weit kann ich gehen, ne? Wo ist ihre persönliche Grenze und auch, was kann denn der Führer eigentlich, ne? Weil ich natürlich auch nur Sachen erwarten kann, die ich auch selber leiste. Man muss da schon ganz deutlich sein, ganz klar auch in der Ansprache, sonst machen die auch, was sie wollen. An den Rand kommen! Ziel soll jetzt sein, Sie haben jetzt gleich Zeit, 10 Minuten ein vernünftiges Zeltbahnpaket zu packen. Die Männer lernen, mit Ausrüstung und Gewehr einen Fluss zu überqueren. Tina Behnke überwacht das Ganze. Scheinbar hat keiner der Soldaten Schwierigkeiten damit, dass eine Frau das Kommando führt. Das ist für mich kein Problem. Solange es klare Befehle sind, die ich hier auch ausführen kann, ist das, ob das ein Mann ist oder eine Frau, ist das eigentlich Wurst. Es ist auch eine gewisse Professionalität dabei, dass man dann auch sagt, dass mein Vorgesetzter, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Zwar am Anfang dachte man so, hä? Hatte man vorher noch nie gehabt so. Nach 1-2 Tagen war es direkt weg. Weil das ist ja, die hat alles drauf, was wir können. Manchmal sogar ein bisschen mehr. Und man achtet immer auf das Auftreten, ne? Vor allem als Führungsperson. Aber zum Beispiel, ich habe damit jetzt nicht so das Problem, dass ich darauf achte, weil meine Schwester zum Beispiel auch in so einer Führungsposition ist. Auf geht's! Die Zugführerin hat unterschiedliche Arbeitszeiten. Heute war Antreten um 6, übermorgen steht ein Nachtmarsch an, dann ein Lehrgang in den Bergen. Mit Familie wäre das verdammt schwer, meint sie. Sie hat ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft. Mensch, das ist jetzt die Verwandlung der Frau Oberleutnant in eine zivile Person. Ja, so kann man das sagen. Ja, das ist mir auch wichtig, dass ich jetzt, viele fahren ja auch in Uniform, kann man auch, aber ich brauche so ein bisschen auch eine optische Trennung und deswegen fahre ich im Zivil meistens. Ja. Irgendwann will Tina Behnke Mann und Kinder. Aber familienfreundlich ist das Soldatenleben nicht. Das ist ihr jetzt schon klar. Sie hätten schon gern auch eine Familie und Kinder? Ja, ja, sehr gerne. Sie sind ja eine sehr engagierte Ausbilderin. Dann kommen die Nachtmärsche, dann kommen Lehrgänge. Das ist ja mit einem Kind, was gerade Zähne kriegt und dann schläft man die ganze Nacht nicht. Ist das, glaube ich, nicht so einfach zu verbinden. Momentan in meiner derzeitigen Situation, auch, sage ich mal, zurückblickend über die letzten 1,5 Jahre, auch mit meiner Ausbildung, wäre das mit einem Kind, also hätte ich das nicht in diesem Maße durchführen können, wie ich das gemacht habe. Ja. Das muss man definitiv sagen, so ehrlich muss man sein. Und das kann mir auch kein anderer oder keine andere Frau erzählen, dass das möglich wäre. Wie bekommt Oberfeldwebel Sandra Kinder und Beruf unter einen Hut? Einen Kindergarten gibt es in ihrer Kaserne nicht, obwohl das Verteidigungsministerium Betreuungsplätze versprochen hat. Wie bitte? Auf wen bist du geritten? Auf Happy. Auf Happy? Ja. Gehen wir morgen wieder reiten, gell? Der städtische Kindergarten schließt um 16 Uhr. Hat sie Spätdienst, gibt es ein Problem. Viel Spaß. Ciao. Tschüssi. Lene, magst du deiner Frühstücken? Sandra ist Oberfeldwebel der Luftwaffe in Wittmund, Ostfriesland. Sie ist für die Flugvorbereitung der Piloten zuständig, macht die Flugwegplanung, weist auf Gefahren im Luftraum hin und auf Ausweichflughäfen. Auch Übungsflüge einzelner Soldaten bereitet sie vor. Ich wollte einmal nach Manching. Du wolltest fliegen, ne? Ich habe dir da schon mal was vorbereitet. Das wäre der Flugplan. Wenn du möchtest, können wir eben das noch mal zusammen gemeinsam durchgehen. Sandra liebt ihren Beruf, die Arbeit im Team. Sie ist mitverantwortlich dafür, dass die Flüge reibungslos ablaufen. Ihre Kameraden verstehen, dass sie sich für den Auslandseinsatz gemeldet hat. Ihre Verwandten und Freunde haben damit ein Problem. Genau, einmal so einhacken und vielen Dank. Bitte, dann wünsche ich schönen Flug. Bis später. Bis ciao, ciao. Dann. Tschüss. Meine Mama hat auch gesagt, warum tust du dir das an, Kind? Und das kannst du doch nicht und denk an deine Tochter. Aber da lasse ich dann aber auch nicht mit mir reden, muss ich sagen. Ja. Das ist dann auch meine Einstellung. Und ich möchte mich natürlich auch nicht rechtfertigen, warum ich meinen Beruf ausübe. Als Mama hat man natürlich eine andere Verantwortung, als wenn man jetzt keine Kinder hat. Aber trotzdem finde ich es schon wichtig, also meinen Beruf auszuführen. Und mein Beruf ist nun mal Soldat. Und da muss man dann einfach vielleicht die familiären Bedürfnisse für ein paar Wochen zurückstellen. Auf dem Flieger Horst Wittmund Hafen ist die taktische Luftwaffengruppe Richthofen für den norddeutschen Raum stationiert. Heute begleitet Kommandeur Oberstleutnant Timo Heimbach einen Jetpiloten auf einem Übungsflug mit dem Eurofighter Taifun. Am Standort Wittmund Hafen sind 4 Eurofighter rund um die Uhr
an 365 Tagen in Alarmbereitschaft für den norddeutschen Luftraum. Der Jet ist Teil der sogenannten Alarmrotte. Er muss bewaffnet sein und in kürzester Zeit aufsteigen können. Sandra arbeitet auch im Tower, wo die Flüge abgefertigt werden. In 2 Monaten in Afghanistan wird sie sich um die Überwachung von Kampfhubschraubern kümmern. Spook, Wind 270 degrees, 8 knots, Runway 26, clear for takeoff, prior takeoff, Channel 17, safe trip. Noch während die Eurofighter ihr Training absolvieren, macht sich Sandra auf den Heimweg. Sie hofft, dass es bald in ihrer Kaserne einen Kindergarten geben wird. Dann wäre das Leben für die Familie leichter. Neil ist jetzt ganztags im Kindergarten, der ist von 8 bis 16 Uhr. Ich würde das gut finden, dass die Kindergärten in den Kasernen integriert werden, weil wenn wirklich was ist, kann man einfach nur schnell rübergehen. Ja. Und, aber trotzdem ganz normal arbeiten. Wenn der Kindergarten anruft und sagt, sie ist auf die Nase gefallen, heult, dann können sie auch mal eher los. Oder guckt da einer grimmig und sagt, Mensch, ewig diese Mütter, die das nicht auf die Reihe kriegen, Kind und Beruf. Direkt bei mir kommt es wirklich nur darauf an, wie viele sind in der Schicht. Ja. Weil 2 müssen immer vorhanden sein. Wenn keine 2 vorhanden sind, dann sieht das sehr schlecht aus. Aber dafür haben wir ja Gott sei Dank Oma. Ohne Oma geht's nicht bei euch. Ohne Oma geht's nicht, nein. Wir sind wieder mit Tina Behnke in Munster bei Hannover verabredet. Ihre Arbeit als Zugführerin müsste sie mit einem Kind vermutlich aufgeben. Die Bundeswehr soll zwar familienfreundlicher werden, aber dafür braucht es neben der Kinderbetreuung auch Teilzeitangebote. Tina Behnke zeigt ihren Soldaten, dass sie mithalten kann. Sonst würde sie schnell ihre Autorität verlieren, meint sie. Weiter rechts. Die Aufgabe lautet, einen verwundeten Kameraden aus der Kampfzone zu bringen. Komm, da hinten liegt noch ein Verwundeter, den müssen wir holen. Ja, komm. Und jetzt hin. Sehr schön. Komm. Alles, komm mit. Der Vorbereitungslehrgang für Einzelkämpfer fordert den ganzen Mann und die ganze Frau. Nur wer fit ist, kann das durchhalten. Tina Behnke steht nie nur dabei, sondern macht mit bis zur letzten Sekunde. Man kann da nichts von seinen Soldaten verlangen, was man nicht vorlebt. Ja. Und das macht sie. Ich denke, das macht einen militärischen Führer aus und von daher alles gut. Wir müssen mehr können, das stimmt. Als was? Als Männer. Als Männer müssen sie mehr können, sie armer. Ja. Ja, natürlich, man will mal so nacheifern, ne? Und zeigen, dass sie das auch schaffen. Ja. Das sieht man bei Märschen oft, wenn man bei einem Marsch als Frau einen Mann überholt von hinten und er sieht dann, dass das eine Frau ist, dann überholt er einen meistens 500 Meter später wieder, weil er das nicht auf sich sitzen lassen kann. Freitagnachmittag, Antritt zur Verabschiedung ins Wochenende. Die meisten Soldaten pendeln, manche über hunderte von Kilometern, viele sind Familienväter. Erster Zug, Achtung! Die Endlinie zum 3 Gliedern antreten. Guten Tag, 5. Kompanie! Guten Tag, Oberleutnant! Fahren Sie vorsichtig, machen Sie keinen Unsinn am Wochenende und kommen Sie am Montag alle ruhig und wohlbehalten wieder zurück in den Dienst. Wir sehen uns in alter Frische. 5. Kompanie stillgestanden, in den Dienstschluss wegtreten. Schaden! Auch Tina Behnke pendelt nach Dessau in Sachsen. Familienfreundlich ist das nicht. Vielleicht ist deshalb die Scheidungsrate in der Bundeswehr so hoch. An freien Wochenenden sitzt sie stundenlang im Auto. Und das bleibt so, denn als Offizierin wird sie alle 2 Jahre versetzt. Was würde Ihnen helfen, wenn Sie jetzt sagen, Mensch, irgendwann mal steht das Thema Familienplanung an? Also auf jeden Fall eine gewisse Planbarkeit von Versetzungen. Da spreche ich wahrscheinlich vielen, vielen anderen Kameraden auch aus der Seele. Das hört man immer wieder, auch in meiner Dienstgradgruppe. Einfach, dass man nicht erst ein halbes Jahr vor der Versetzung, wenn es gut läuft, ein halbes Jahr, manchmal auch erst 1-2 Monate, erfährt, dass man dann an einen ganz anderen Dienstort müsste. Weil das natürlich mit einer Familie im Hintergrund, mit einem Umzug ganz, ganz schwierig wird in so einer kurzen Zeit. Wenn sie ankommt, wird erst einmal mit der Mutter, der Schwester und dem Neffen Kaffee getrunken. Sie sprechen hier oft darüber, dass die Verteidigungsministerin die Bundeswehr attraktiver machen will. Doch häufige Versetzungen bedeuten, auch der Partner muss umziehen. Das Kind braucht einen neuen Krippenplatz, eine neue Schule. Wie soll sie da eine Familie gründen?
In erster Linie die Versetzungszeiten. Das ist natürlich gerade als Berufssoldat schwierig, wenn man so Offizierskinder, wenn man die so fragt, na, 10 Schulen besucht und so, das ist ja auch für das Kind im Zweifel ja nicht unbedingt förderlich. Ihre Mutter hat noch zu DDR-Zeiten 3 Kinder großgezogen und war immer berufstätig. Die Kinderbetreuung wurde dem angepasst, wie die arbeitende Bevölkerung den Bedarf hatte. Und das war ganz großartig, muss ich sagen. Man konnte schon um 6 das Kind bringen und man konnte es Nachmittag um 5 holen. Also es ist eine lange Zeit gewesen, wo immer jemand für die Kinder da war. Das fände ich ganz gut, dass in der Bundeswehr sowas eingeführt werden könnte, wie so betriebseigene Kindergärten, wo die Kinder jeden Tag abgegeben werden können und nach Dienstschluss wieder abgeholt werden können. Zur gleichen Zeit in Wittmund. Sandras letzter Besuch beim Kommandeur vor Afghanistan. Genau, Einsatzzeit sind 10 Wochen. Trotzdem für Sie als frisch gebackene Mutter eine besondere Belastung. Wie wird denn das gesehen von Ihrem Umfeld? Wie sehen die Kinder das? Meine kleine Tochter, ja, wirklich mitbekommen tut sie das natürlich noch nicht mit fast 3. Wir sagen ihr nur, wir bereiten sie schon darauf vor, dass Mama ganz lange arbeiten ist. Aber mehr können wir da auch nicht drauf eingehen. Ich glaube, das realisiert sie wahrscheinlich, wenn ich wirklich einen längeren Zeitraum unterwegs bin. Und mein Mann, ja, der unterstützt mich. Ja, ich freue mich, wenn Sie dann wohlbehalten und gesund wieder hier sind. Und dass wir auch mal was von Ihnen hören zwischenzeitlich. Bis dann, ich melde mich ab. Wir haben immer mehr Frauen in der Bundeswehr und dann auch mit Familie. Jetzt haben wir ja Kleinkinder, die womöglich da viel mehr drunter leiden als Ausgewachsene oder Teenager, die das schon realisieren. Was bedeutet das überhaupt oder wie gehe ich mit der Abwesenheit um? Hier, wenn die Kleinkinder feststellen, die Mama ist nicht da und das ist eine Riesenbelastung. Sandra hat sich fürs Abschiedsfest in Schale geworfen. Wir können uns wirklich auf unser Umfeld hier, wirklich auf die Nachbarn verlassen. Und die haben auch alle gesagt, wenn was ist, wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch, wir helfen mit der Kleinen, wir holen die auch mal ab. Und auf die können wir uns wirklich verlassen. Doch. Hallo, Süße. Na? Schön, dass ihr hier seid. Die Gäste kennen solche Abschiede sonst nur von Kai, Sandras Ehemann. Als deine Freunde was ausgedacht, ne, dass du auch was hast, dass du an uns denkst. Es ist das erste Mal, seit das Kind auf der Welt ist, dass sie so lange getrennt sein werden. Als Mutter hat man immer ein bisschen Bedenken und Angst und geht alles gut. Aber im Prinzip ist alles in Ordnung, sind ja gut ausgebildet. Wie fanden Sie das, als Sie hörten, dass die junge Frau jetzt in den Einsatz nach Afghanistan geht? Ziemlich schockierend. Wer das kann, super, Hut ab. Ne? Finde ich auch ganz, ganz klasse. Aber für mich wäre das nichts. Nein. Auf jeden Fall machen wir uns Sorgen. Ne? Das ist so. Die Freunde haben mir ein Fotoalbum zusammengestellt. Ja, super. Oh Mann. Es ist wirklich alles mit dabei. Familie, Freunde. Schön. Auf Sandra, Prost. Auf eine gesunde Wiederkehr. Dann geht's los. Die große Kiste ist schon unterwegs zum Stützpunkt in Mazar-e-Sharif. Das Geschenk der Freunde kommt ganz oben in den Rucksack. Das Fotoalbum neben meinem Bett, so eine Art Nachttisch werde ich mir, denke ich, mal wieder bauen aus meiner Kiste. Und da wird das dann einen schönen Platz finden, dass man immer mal wieder, wenn es das Heimweh oder wenn einen das Heimweh dann doch ein bisschen packt, dass man dann schön reinschauen kann. Wohin geht die Mama zum Arbeiten? Nach Afghanistan. Nach Afghanistan, gell? Und dann ist die, und dann ist die Mama ganz lange weg, gell? Ja. Ganz lange arbeiten. Mhm. Und was ist dann Nele? Traurig. Nee, das ist traurig, ne? Mama ist aber auch traurig. Auf wen musst du dann aufpassen? Hauke. Auf Hauke. Und auf wen noch? Du? Papa, ne? Papa. Ja, und Oma. Nele, weißt du noch, wie du das machen musst? Wie musst du das machen? Erzähl mal. Abstreichen, gell? Mit welcher Zahl fangen wir an? Hier mit der, ne? Der. Die Zahl. 71, sag. Und wenn wir alle abgestrichen haben, wer kommt dann wieder? Mama. Mama. Ab jetzt trägt sie die helle Wüstenuniform. Dem Rat der Bundeswehr, vor dem Einsatz ein Testament zu machen, ist sie nicht gefolgt.
Es wird einem empfohlen, ein Testament zu schreiben, genau im Falle eines Falles, falls wirklich was passiert. Ja. Aber ich habe jetzt keins gemacht, weil ich sage, ich komme wieder nach Hause. Nein, komm ich mit. Das Kind ins Bett bringen und singen. Das kriegt Papa hin. Papa kann gut singen, glaube ich. Oder? Singt Papa dann immer Lalilu? Ja. Singt ihr das gut? Ja. Mulmig ist ihn doch ein bisschen. Selbstverständlich. Ja. Sie befindet sich nur mal im Einsatz. Fehlt ihm, mein Schatz. Bist du brav bei Papa? Noch eine SMS an ihren Mann. Alles wird gut. Papa macht vielleicht einige Sachen anders wie Mama. Ja. Ne? Aber sonst macht er das super. Doch, die Hütte brennt nicht zu Hause, das kriegt er hin. Ich möchte mich oder ich muss mich natürlich auch im Einsatzland dann auf meine Arbeiten dort konzentrieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich da nicht immer mit dem Kopf abgelenkt bin. Die einen fliegen in den Urlaub, die anderen ins Kriegsgebiet. Dass die Soldaten in einem separaten Terminal abgefertigt werden, bedauern sie. Man könne ruhig sehen, dass sie auf dem Weg zu einem gefährlichen Einsatz sind. Mir bleibt nur übrig, Ihnen eine gute Heimkehr zu wünschen, eine gesunde Heimkehr und in Mazar eine friedliche Zeit zu verleben. Auch den Vätern fällt der Abschied nicht leicht. Gehen Sie ein bisschen schweren Herzens? Das Kind macht es nicht einfacher, sagen wir es mal so. Papa ist so unter der Woche auch schon Pendler. Also eigentlich habe ich meistens nur am Wochenende was. Von daher ist es ist okay. Ach so, Sie können immer nur Freitag nach Hause und dann Montag wieder zurück. Da verpasse ich so schon immer eine ganze Menge. Ja. Wie fällt es Ihnen jetzt schwer, Ihren Mann ziehen zu lassen? Schwer. Ja, natürlich. Ne? Alles gut, alles gut. Ja, kommt gesund zurück. Machen wir. Ja, passt auf euch auf. Ja. Da das bundeswehreigene Flugzeug einen Defekt hat und nicht zur Verfügung steht, ist eine Privatmaschine gechartert worden. In Munster trainiert währenddessen Oberleutnant Tina Behnke ihre Truppe. Für heute hat sich ihr Kommandeur angekündigt. Wie ist es hier mit so einem Job als Zugführerin? Wäre das zu machen, wenn sie jetzt zwei Kinder kriegt? Sicherlich stellt sich ein solcher Dienstposten wie Zugführer hier als schwieriger dar, ihn nur in einer Teilzeit zu machen. Aber unmöglich ist das grundsätzlich nicht. Oberleutnant Behnke ist da realistischer als ihr Kommandeur. Es gibt in der Bundeswehr bisher keinen einzigen Ausbilder, der Teilzeit arbeitet. Bisher jedenfalls. Klar wäre das möglich, aber dafür muss sich einiges in den Köpfen bewegen. Noch ist die Familie zuständig, meint der Kommandeur. Welche Möglichkeiten bietet man dann, um die Kinderbetreuung sicherzustellen? Ist das dann, weil der Partner sich drum kümmert? Ist das dann, weil sich die Eltern drum kümmern? Haben Sie denn hier eine Kinderkrippe oder einen Kindergarten am Standort in Ihrer Kaserne? In der Kaserne selber haben wir nicht. Also der Standort Munster hat Kindergärten. Also in Munster, aber jetzt nicht in der Kaserne, nein, so meine ich. In der Kaserne. Bleibt zu hoffen, dass den Versprechungen der Verteidigungsministerin bald Taten folgen. Richtig schlagen, nicht wie ein Mädchen. Hoch. Jawohl. Was heißt hier richtig schlagen, nicht wie ein Mädchen? Ja, nicht so leicht, wollte ich damit sagen. Ach so, ja. Wie machen das denn die Mädchen? Ein bisschen schwächer halt. Ach so, ja? Aber ja. Sie nicht? Ich hoffe nicht. Ja, aber Sie sind doch eine Frau. Ja, das stimmt. Aber? Nicht so schwach. Ach so. Also schön durchziehen. Die haben manchmal ein bisschen Angst, wenn ich da stehe. Dann ist das immer so, als würden die mich nur so ein bisschen so leicht berühren oder streicheln. Aber das ist ja, die sollen durchziehen. Einmal noch, komm. 3 Monate sind inzwischen vergangen und Tina Behnke hat die Männer aus ihrem Lehrgang voll in den Griff bekommen. Hat Ihnen auch keiner gesagt, hören Sie mal, jetzt ist aber langsam gut. Nee. Nee? Nee, das sagen die nicht. Da würden die sich ja im Zweifel auch die Blöße geben. Es ist schon sinnvoll, immer erstmal voranzugehen, immer erstmal zu zeigen, ich kann es auch und jetzt macht ihr es. Weil im Zweifel wäre es ja für sie selber dann eine Blamage, wenn sie nicht das Gleiche schaffen würden. Ne? Ja. Hat noch keiner gesagt, Sie gehen mir jetzt langsam auf den Zeiger, oder? Oh nee, das traut sich, glaube ich, auch keiner. Die Schlussübung erinnert an den sterbenden Schwan. Tina Behnke vermeidet den üblichen Kasernenton. Trotzdem verlangt sie vollen Einsatz. Mal näher an den... Ja, der scheiß Bizeps, ne? Ja, ja. Ist schon eine Schande. Ja!
geht doch. Gut. Ja. Und die Frau Oberleutnant kann es aber, oder? Ja, ja, anscheinend. Besser als ich. Wurmt sie das ein bisschen, wenn man sieht, die kann das und ich kann es auch nicht so gut? Ja, Ansporn, ne? Ehrgeiz. Wieso? Ja, ich will es auch können, ne? Oder man muss es eigentlich auch können, ne? Ach so, Sie sagen, wenn die das kann, kann ich das auch, oder wie? Ja, klar, sie ist ja auch nur ein Mensch, ne? 6000 Kilometer entfernt, Stützpunkt Mazar-e-Sharif. Seit 4 Wochen ist Sandra in Afghanistan. Wir haben sie gebeten, dort ein paar Videoaufnahmen zu machen. Ihre Arbeit darf sie aus Sicherheitsgründen nicht zeigen, nur ihre Freizeit. Bewegung verschafft sie sich im Fitnessraum, denn das Lager darf sie nicht verlassen, das wäre zu gefährlich. Ihren Container teilt sie mit anderen Soldatinnen. Rückzugsmöglichkeiten, Privatsphäre gibt es selten. Und ab und zu überfällt sie das Heimweh. Das Fotoalbum ihrer Freunde und Videotelefongespräche mit der Familie helfen ein wenig, damit fertig zu werden. Es ist kurz vor dem Truppenabzug. Bald werden die Soldaten aus Afghanistan nach Hause zurückkehren. So oft es geht, versucht sie, eine Skype-Verbindung zu ihrem Mann Kai und ihrer kleinen Tochter zu bekommen. Wie war's im Kindergarten? Gut? Wer hat dir die Haare gemacht? Oh, bist du schick. Wer hat dir die... Meine Mama hat keine Zöpfe. Nee, Mama hat kurze Haare. Oh. Tina Binke hat Heimaturlaub in Dessau. Tina, greif an! So oft sie kann, fährt sie zu ihrer Familie. Auf die kann sie sich verlassen, sagt sie. Auch später, wenn sie mal Kinder hat, wird ihr die Mutter zur Seite stehen. Genau wie bei Sandra. Ohne Oma läuft es nicht. Machen Sie sich ein bisschen Gedanken, wie das gehen kann, wenn sie Kinder hat und so? Mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken. Wenn sie da Hilfe braucht, das Enkelkind würde ich immer nehmen. Es ist soweit. Nach fast 3 Monaten kommt Sandra zurück. Kurz vor dem Abreisetermin war noch nicht klar, ob ein Transportflugzeug für den Heimflug bereitstehen würde. Familienfreundlich ist das nicht gerade. Kai und die Kinder warten schon sehnsüchtig. Die Kleinen haben vor Aufregung kaum geschlafen, erzählt der Vater später. Wir warten aufs Gepäck. Ja, war schon eine schwere Zeit. Erstmal. Ja, doch. Zwischendurch gab es immer wieder die Knackpunkte, wo man sie dann doch ganz schön vermisst hat. Und wo man sich dann doch gedacht hat, oh, ich wäre schon schön, wenn ich jetzt zu Hause wäre. Ja. Gerade an den Geburtstagen von meinem Mann und von meiner Tochter. Das war schon hart. Einige Soldaten werden trotz des Truppenabzugs nach Afghanistan zurückkehren, aber dann als Ausbilder. Die meisten waren 4 bis 6 Monate von ihren Familien getrennt. Jetzt heißt es für Sandra Abschied nehmen von den Kameraden, mit denen sie im Tower Dienst geschoben hat. Geweint. Mama freut sich so. Mama hat dich so vermisst. Ja. Die letzten 2 Wochen, da kam das immer wieder. Wenn sie sich irgendwo wehgetan hat, dann hat sie zuerst zu Mama, nach Mama gerufen. Ja. Ja, und so abends an meinem Bett hat sie dann nach Mama gerufen. Auch Väter wurden schmerzlich vermisst. Sie freuen sich auch, dass Sie wieder zu Hause sind? Also ich denke, wer sich nicht freut, der lügt. Ne? Ja. Und habt ihr den Papa vermisst? Wie lange war er weg? 5 Monate. 5 Monate? Mhm. Da bist du aber froh, dass er wieder da ist. Ne? Ja. Sandra hat jetzt ein paar freie Tage mit ihrer Familie. Doch dann muss sie wieder in die Kaserne einrücken. So ist es eben, wenn Mama in der Armee dient.